Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Ja, Mike ballert hier gerade alles von Haufen, so wie im letzten Part auch. Und wir schlagen uns weiter durch die Front. Mit der Pistole, würde ich sagen. Der ist ja echt drauf versessen, alles näher zu wandern. Aber wir auch. Kannst du den großen Tuch vielleicht noch erledigen da oben, Mike? Wären wir sehr dankbar. Hier ist auch noch... Ah, eine Handgranate. Ja. Ey, der ist so bekloppt. Das war eine Leiter, Kollege. Und jetzt wir. Schießen ja auf uns. Ja, aufstehen brauchen wir jetzt eigentlich doch weniger. Mach kaputt. So, mein Gott, hält ganz schön viel aus. Scheiß Teil. Oh oh. Alter. Eine gelbe Pflanze. Und es springt in den Tunnel rein. Der hat uns fast abgeschossen, der Drecksack. Können wir noch eben kurz auch mit hier. Ach Gott, das ist schon eine Sauordnung hier, ey. So. Alles klar, weiter geht's, würde ich sagen. Warte mal, wir wollen die Shotgun nehmen und schießen nicht einfach nur über den Haufen. So, und den Rest machen wir alles mit der Pistole. So zum Beispiel. Oh, aua. Der hat uns erstmal weggedrückt, ey, der Arsch. Ey. Ja, wie willst du mich hier drin covern, Kollege? Wir sind hier in der Höhle drin, du Vollhorst. So, aber jetzt machen wir das selber mal. Gehst mal auf den Sack. Sauber. Ach Gott, nein, ey. Was machen wir denn da für eine Scheiße? So. Oh oh. So, wir haben es geschafft. Auch wir ein bisschen angefreckt wurden. Aua. Darum fliegt Mike rum, der irgendwo auf den See rumschießt. Wir handeln uns jetzt besser mal. So. Ach shit, das habe ich missgebaut, aber okay. Ist auch voll. Wer ist hier wieder? Oh, wir werden verfolgt. Ja, würde ich sagen, kommt mal her, Leute. Ja, da haben wir dich schon und... Wie viel hält der aus? Hallo? Oh, lol. Alles gecleant soweit hier. Heftige Scheiße. So. Auf geht's. Oh. Oh. Au! Mike, mach da mal was. Ja, da vorne kommen auch noch welche. Ich glaube, die können wir mit der Sniper mal erledigen, weil Mike da irgendwie anderweitig beschäftigt ist. Ach nee, wir haben das scheiß Loch noch drauf. So, jetzt aber. Oh Mike, ich dachte, du triffst auch. So trifft man. War nicht irgendwo so eine Dose, die man kaputt schießen konnte? Wow, was macht der denn von meiner Fresse? Und wir springen einfach mal. Wow. Au, 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 au. So, jetzt aber. Gib, du fetter Hobbit. Sauber. Boah, das war echt knapp. Knappikowski hier. Na, jetzt. Voll nichts drin. Rüber. Wuhu.
Nehmen wir erstmal die Kohle mit. 15.000, sauber. Ja, eine Handgranate noch. Und wir aktivieren das große Tor. So. Kohle, toll. Ich glaube, hier konnte man irgendwo noch unterirdisch rein. Ah, sauber. Noch Schrotmunition. Ey, wo ballerst du hin? Du bist doch... Da unten können wir lang. Ja, genau. Oh. Wollten wir nicht. Doch, wollten wir schon. Dich mit der Armbrust hast du mir sowieso alle. Ach, der lässt uns nicht mehr was da. Mike, das sind wir. Du ballerst ja auf uns. So, auch nochmal Kohle. Da liegt auch noch was Schönes für uns. Ja genau, grüne Kräuter. Das haben wir auch echt verdient, würde ich sagen. So viel wie die uns hier mal rumballern. Ich glaube, es ist alles tot hier, weil Mike ballert trotzdem noch alles so ab. Und wir können jetzt erstmal alles gefaked nachladen und uns noch heilen. Da es ansonsten ein bisschen scheiße aussieht für uns. So. Mein Hund hat gerade auch Durst und trinkt noch ein Stückchen. Hier kombinieren wir wieder. So. Das sieht schon mal gut aus. Oh Gott, das sieht hier echt irgendwie scheiße aus. So. Alles klar. So, auch noch alles schön nachgeladen. Und ich würde sagen, nutzen wir die Pistole und dann geht's weiter. Oh, super. Oh, super. Werden wir schon prachtvoll erwartet hier. Lauf. Krass, ey. Oh, ich wollte ihn gerade von oben platt machen, aber okay. Die ballern sich ja gegenseitig ab. Egal. So, sonst noch jemand hier oder? Ja, da ist er schon. Die schießen ihre eigenen Kumpels herum, das finde ich irgendwie geil. Ja, Mike, hau rein! Achso, die schießen auf Mike, au! Und er schießt auf mich. Sauber! Da ist aber noch einer. Du musst ja auf mich schießen, Kollege! Oh, und er sagt, wir sind Freunde, ey. Oh oh. Okay. So, er ist auch tot. So, hier kann man sich auf einmal ducken, ja? Ja, toll. Oh, von da kommt auch noch einer. Den flashen jetzt erstmal weg mit einer Handgranate. Schnauze voll hier! So. Weiter geht's. Okay. Haben wir schon auch noch was? Alles klar. Ist er tot oder lebt er noch? Achso, der ist tot. Hallo? Wir sind ja eh schon oben, von daher kann ich schon die erste Seite getrost betätigen. So. So. Ihr stirbt auch alle mal. Au! Ja, die schreien richtig komisch, ey. So, wir haben es geschafft. Ich glaube, sie sind alle tot. Mike hat trotzdem noch Spaß, irgendwie auf irgendwas rumzuballern, was gar nicht mehr existiert. Oh! Alter, bist du krank? Ballert der das hier auf unsere Birne rum, ey. Ja, ist doch gut jetzt, Mike. Ach, hier sind doch noch irgendwo Gegner, höre ich gerade. Huiuiuiui. Aber sauber und richtig geil viel Munition. Da oben ist auch noch irgendwie so ein Hampelmann. Ich fahr gleich mal runter. So, das brauchen wir auch noch.
Nee, runter wollen wir diesmal nicht mehr. Die kannst du mal schön sein lassen. Ja, jetzt klaut er mir meine Kills noch. Hey, wo kommen die alle her? Hm, wo kommst du her? Okay. Jetzt ist so ja, aber, oder? Ja, Mike, ist doch gut, die haben es jetzt verstanden. Yeah. Nein, er ist doch noch nicht verstanden. Und ballert noch freudig rum. Theoretisch könnte man jetzt hier noch ein bisschen warten, sonst dann würde Mike alles erledigen, aber das muss ich mir nicht wirklich geben. Und wir finden auch einen Hilfespray. Haben wir es geschafft. Wo kommen wir jetzt nächstes hin? Jawohl, das sieht schon mal sehr gut aus, ey. So, ja, ordnen müssen wir sowieso wieder hier, die Scheiße, die wir hier kennen. So, das sollte reichen für die Energie. So, und weiter geht's, würde ich sagen. Wo haben wir denn hier irgendwo Schätze noch? Ja, da kommt diesmal einer, aber keine Schreibmaschine, die kommt erst später. Oh. Ach du Scheiße. Geil gemacht. Ups. Thanks. When we get out of here, drinks are on me. Sauber. Yeah. Hey, I know a good bar. Nein. Ihr verdammten Wichser! Settler, du Hurensohn! I'll make sure you're the next to go, Sadler. Auf jeden Fall. Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Dieser verdammte Wichser. Tja, Mike hilft uns und er hat echt ihn einfach abgeschossen bzw. abschießen lassen. Verdammter Wichser, ey. Mike, dafür werden sie bezahlen. Ja, das werden sie auf jeden Fall. Das kann es echt nicht sein, ey. Mike, unser guter Kumpel. Wie gewonnen, so zerronnen, möchte man jetzt einfach sagen, aber nicht bei Mike. Wir werden auf jeden Fall rächen. Wir müssen uns erstmal noch den Weg weiter zu Settler bahnen, ey. Das ist echt übelst verzwickt hier. War hier noch irgendwie ein Schatz gewesen oder irgendwas? Ja, jetzt im nächsten Abschnitt. So. Oh Gott, ey, diese Insel ist der letzte Horror, ey. Was haben wir denn hier? Das ist der Schatz, glaube ich, gewesen. Leon, you okay? Yeah. Ugh.
Sorry, Ada. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Wow, das war echt mal scheißen knapp, ey. Fast hätten wir im Haarausbreite Ada umgebracht. Das kann nicht sein. Das ist echt schlecht. Hier bricht auch schon alles zusammen. Oh Gott, was finden wir hier? Eine Schreibmaschine. Oh, was können wir öffnen? Jawohl, Magnum-Munition. Sauber. Hier noch was? Blindgranate. I. Was ist das denn? Oh Gott, was zum Teufel ist das für ein Ding? Ja, das möchte ich auch gerne mal wissen. Ein gelbes Kraut. Uah, wie widerlich. Okay, jetzt haben wir schon drei Dinger voll. Das ist schon ziemlich cool. Also Energie, genug, Munition, Hust, Hust, aber der Rest passt soweit. Wir machen weiter. Oh ne, das kenne ich schon. Diese Kacke. Ne, ne. So. Hier irgendwas drin? Nichts Besonderes. Da aber. Wieder Munition. Die können wir auch mal voll machen. Und irgendwo schleicht hier so ein Ding rum. Das steht da schon. Aber er sieht uns nicht. Der hat noch nicht mal einen Penis. Jetzt hast du uns gesehen. Gut, schön. Oh Gott, ey, das ist ein komisches Gesumme. So, der erste ist schon weg. Ah, shit. Mist, verdammt da. So, der nächste ist weg. Der nächste ist weg. Und der letzte. Okay, der vorletzte. Jetzt haben wir den falsch abgeschossen, wollen eigentlich den Bann abschießen. So, Kollege, Ende. Saubere Sache. Na, hier scheint auch nichts mehr Besonderes zu sein. Da haben wir noch was. Ein rotes Kreuz. Kräutel. Hier hängt auch irgendwie was. Machen wir schnell, dass wir hier rauskommen. Nein, wir können die Leiter nicht hoch. Wir müssen am Rande hochgehen. So. Wo befinden wir uns hier eigentlich? Ach cool, das ist schon fast beim Ende. Yeah. Das sieht doch schon mal ziemlich cool aus. Laden wir noch all unsere Waffen mal eben nach. Ah, die haben wir gerade schon gehabt. Die ist auch voll. Die müsste auch voll sein. Ja. So, die Pistole und die Magnum natürlich auch. Wenn mir nicht alles täuscht. Ne, die Magnum nicht. So, jetzt aber. Ja, das rote Kraut können wir gar nicht kombinieren mit irgendwas. Das ist scheiße, aber egal. Tja, Leute, was sich hinter dieser Tür befindet und wie es weitergehen wird, dies und noch viel mehr werden wir in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 4. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß. Leute, ciao, ciao.